Hallo und willkommen zu diesem Video zum Thema Anwendung der unterjährigen Verzinsung. Wir schauen uns hier also ein paar Beispiele an, die wir mit unterjähriger Verzinsung rechnen können. Das erste, eine Bausparkasse verzinst Darlehen mit dem nominellen Jahreszinssatz von 6% bei vierteljährlicher Verzinsung. Wie hoch ist der effektive Jahreszinssatz? Das ist genau das Beispiel, was ich im vorigen Video schon als Illustration verwendet habe. Wir haben also hier ein C, den nominellen Jahreszinssatz von 6%. Wir haben K gleich 4 Auszahlungszeitpunkte. Und die Frage ist jetzt, was ist der zugehörige effektive Jahreszinssatz? Da schreiben wir uns nochmal hin, was ist denn der Aufzinsungsfaktor im Fall der unterjährigen Verzinsung? Das ist das hier. Wir berechnen also C durch K, das sind 1,5% hier, das ist der Aufzinsungsfaktor, den wir dann 4-mal, K-mal über das Jahr hinweg aufgeschlagen bekommen. Und das ist dann gleich dem effektiven Aufzinsungsfaktor 1 plus R. Und dann bin ich jetzt hier ein bisschen schreibfaul und bringe die 1 auf die andere Seite. Und der effektive Jahreszinssatz ist dann also dieser Aufzinsungsfaktor minus 1. Müssen wir jetzt also nur einsetzen, ausrechnen. Hatten wir im letzten Video auch schon mal gemacht. Und da kam dann heraus, dass der effektive Jahreszinssatz gerundet etwa 6,14% ist. Ist also immer ein klein bisschen höher als der nominelle Zinssatz von nur 6%. Und das liegt daran, dass eben unterjährig schon Zinseszinsen anfallen. Und diese Zinseszinsen erhöhen systematisch den effektiven Jahreszinssatz. Und bei nur einem Jahr mag das vielleicht noch nach nicht viel ausschauen, aber wie wir in einem der späteren Videos noch sehen werden, das kann sich über die Zeit dann schon schön akkumulieren. Das kann also einen entscheidenden Unterschied machen. Eine weitere Musteraufgabe, ein Kapital wird vierteljährlich mit dem effektiven Zinssatz von 8,5% verzinst. Wie hoch ist der nominelle Zinssatz? Ja, also wenn wir wissen, wir wollen effektiv 8,5% haben, wollen aber eine vierteljährliche Verzinsung machen, wie müssen wir dann jetzt den nominellen Zinssatz wählen? Also im Prinzip wieder das gleiche Spiel. Wir schreiben uns die Gleichheit vom effektiven Jahreszinssatz und dem Aufzinsungsfaktor beim nominellen vierteljährlichen Zinssatz hin, haben also hier R gleich 0,085, haben ein K von 4, weil es wieder vierteljährlich ist, und das, was wir suchen, ist das C. Wir müssen also diese Gleichung jetzt auflösen. Setzen wir also alles einmal ein, was wir kennen, haben also 1,085 soll sein 1 plus c Viertel hoch 4. Dann müssen wir auf beiden Seiten die vierte Wurzel ziehen oder hoch 1 Viertel rechnen und dann noch die 1 abziehen und auf die andere Seite bringen. Und da haben wir also die vierte Wurzel aus 1,085 oder 1,085 hoch 1 Viertel minus 1. Und dann müssen wir mal 4 rechnen, um den nominellen Zinssatz herauszubekommen. Also alles in den Taschenrechner eintippen, ausrechnen, ergibt hier ein Ergebnis von 0,0824 und so weiter, gerundet auf 2 Nachkommastellen in Prozent 8,24%. Das heißt, der nominelle Zinssatz kann hier niedriger sein, weil eben durch das Anfallen von Zinseszinsen unterm Jahr dann der effektive gewünschte Jahreszinssatz von 8,5% herauskommt. Dann schauen wir uns noch eine letzte Übungsaufgabe an, die so ein bisschen lehrbuchmäßig ist. Das ist keine Situation, die man jetzt in der Wirklichkeit, in den Wirtschaftswissenschaften so beantworten wollen würde, zeigt aber ganz schön, was man alles mit der Endwertformel unserer Grundgleichung in der Verzinsung alles rechnen kann.
Die Story ist folgende. Man weiß, dass zwei Brüder, die vor 10 Jahren 600.000 Geldeinheiten geerbt haben, jetzt zusammen 862.100 Geldeinheiten besitzen. Wie viel hatte der eine, wie viel der andere geerbt, wenn der erste sein Geld mit 4% bei ganzjähriger Verzinsung, der zweite seinen Anteil mit 3,5% bei halbjähriger Verzinsung angelegt hat? Also, die Frage ist jetzt nach den beiden Erbanteilen, die können wir hier einmal A und B nennen. Und wir wissen, dass die zusammen eben 600.000 Geldeinheiten geerbt haben. Also A plus B ist 600.000. Das wissen wir. Und jetzt, 10 Jahre später, haben sie, ich lasse mir hier noch ein bisschen Platz, haben sie 862.100. Und die kommen jetzt also so zustande, dass das A ist über diese 10 Jahre verzinst worden mit 4% bei ganzjähriger Verzinsung. Was heißt das? Wir haben dann also A mal 1,04 hoch 10. Das ist also einfach unsere übliche Endwertformel bei der ganzjährigen Verzinsung. Ganz einfach. Was ist dann mit dem Anteil B passiert? Der ist mit 3,5% nominell bei halbjähriger Verzinsung angelegt worden. Das heißt, was ist dann hier der Wachstumsfaktor? Wir haben 1 plus 0,035, unseren nominellen Zinssatz, aber halbjährlich verzinst durch 2 und das Ganze hoch 2, das ist unser Wachstumsfaktor. Und dann müssen wir es aber noch hoch 10 nehmen. Also hoch 2 hoch 10 ist also hoch 2 mal 10, hat insgesamt 20 Verzinsungszeitpunkte. In 10 Jahren gibt es also 20 Halbjahre. Und damit haben wir hier ein Gleichungssystem mit zwei Unbekannten, A und B, den beiden Erbteilen der beiden Brüder. Und das müssen wir auflösen. Und auf den ersten Blick schaut das vielleicht ein bisschen kompliziert aus mit diesen ganzen Wachstumsfaktoren und exponentiellem Wachstum, was da vorkommt. Aber was man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht sieht, ist, wir haben eigentlich sogar ein lineares Gleichungssystem. Warum? Hier haben wir die beiden Unbekannten, einmal A plus einmal B sozusagen, das ist gleich 600.000. Und hier haben wir jetzt diese Wachstumsfaktoren, die können wir aber ausrechnen. Ja, da steht keine Unbekannte drin, da müssen wir nichts auflösen, sondern wir haben hier eine Zahl, irgendein Koeffizient mal A plus irgendein anderer Koeffizient mal B ist gleich 862.100. Ist also einfach nur ein lineares Gleichungssystem, was wir auflösen müssen. Also nur in Anführungsstrichen, schauen wir mal, wie uns das gelingt. Übertrage das also nochmal hier rüber, da nochmal ausführlich diese beiden Gleichungen hingeschrieben, die man aus der Aufgabenstellung ablesen kann. Und eine einfache Möglichkeit, das Ganze jetzt aufzulösen, ist, dass man in der ersten Gleichung A freistellt und dann 600.000 minus B dafür nimmt. Und dass wir dann das hier in die zweite Gleichung einsetzen. Und dann haben wir hier übrig eine Gleichung, die nur noch von B und nicht mehr von A abhängt. Und hier müssen wir jetzt also nur noch in Anführungsstrichen nach dem B auflösen. Also lösen wir einmal hier die Klammer auf. Wie schaut das dann, dann aus? Dann haben wir 600.000 mal 1,04 hoch 10 und das bringen wir auf die rechte Seite. Ja, 862.100 minus 600.000 mal 1,04 hoch 10 und übrig bleibt dann noch das B mal 1,04 hoch 10 plus B mal 1,0175 hoch 20. Das sind also diese 3,5% durch 2 hoch 20. Und die kann ich hier auch zusammenfassen. Und damit bin ich dann auch schon fast fertig, habe das B schon ausgeklammert, die beiden Faktoren dahin geschrieben und dann kann ich den Wert hier durch den Wert dividieren, muss ich nur noch im Taschenrechner ausrechnen und erhalte dann einen Wert von B gleich 397.863,56 irgendwas.
Ich werde jetzt hier also verbal nur sagen, etwa 400.000. Naja, und wenn dann A und B zusammen 600.000 sein müssen, dann hat der A eben die verbleibenden 200.000 und ein bisschen geerbt. Und so können wir dann also rückschließen, was die beiden Originalerbteile waren, etwa 200.000 und 400.000 für die beiden Brüder.